Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich bin mit einem neuen Video am Start. Und zwar habe ich was bekommen. Ein 4-in-1 USB-Hub. Und da haben sie mich gefragt, ob ich den euch vorstellen wollen würde. Da habe ich gesagt, na klar. Einmal, weil ich dann wieder ein neues Video für euch habe. Und das ist gut. Und zum anderen war ich neugierig. Die kannte ich noch nicht. Das ist übrigens so locker gewesen, das kam postmäßig so. Oh Scheiße, das ist ja ein USB-C. Ja, wie soll ich euch das denn zeigen? Mist. Ja, Leute, da haben wir ein kleines Problemchen. Ich kann euch das erstmal nur so zeigen. Anleitung erstmal wieder rein. Moment. So. Die Große hat den Fernseher zu laut. Musste ich erstmal sagen, dass sie leiser machen soll. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt kein USB-C, ich habe kein USB-C-Verlängerungskabel, um euch das zu zeigen. Ich habe keinen Wandadapter, um das euch zu zeigen, wo ich ein USB-C reinmachen kann. Ich habe an meinem PC hinten ein USB-C. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich euch zeigen kann, dass das funktioniert. Ich habe auch keinen direkten USB-C zu USB-C, um die halt direkt zeigen zu können. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also 5G-Geschwindigkeit soll er haben. Wir haben gehen einmal mit USB-C rein in den PC und haben dann zweimal USB 3.0 mit A-USB und halt USB-C. Ich habe hier auch USB-C-Kabel und kann ich euch das auch mal zeigen. Ja. Also ich gehe kein USB-C am PC dann verloren. Ja, der sitzt locker drinne. Kontakt hat er. Aber der... Nee. Gut, der Stecker wackelt nicht. Also der ist fest. Da müsst ihr nämlich auch manchmal aufpassen. Bei manchen Geräten, da ist dann der USB auf der Platine ziemlich locker. Und der kann dann halt auch, wenn so ein Kabel hier rein gemacht wird und man das verlegt und so ein bisschen dann rumwackelt, kann das dann abbrechen und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Deswegen immer überprüfen. Aber hier ist auch nur der USB-C, der locker ist. Der Stecker an sich, der ist fest. Ja, das ist super. Ja, also das kommt dann praktisch so in USB-C rein. Und der USB-A kommt so rein. Ja, und dann habt ihr dann praktisch... Und der dann im PC. Da muss ich mir aber was einfallen lassen, wie ich euch das zeigen kann. Weil hinterm PC ist zu wenig Platz, dass ich euch das vernünftig zeigen kann. Oder habe ich vorne vielleicht auch noch... Wenn wir Glück haben, habe ich vorne am PC auch noch einen USB-C, der auch angeschlossen ist. Das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, ob der angeschlossen ist, wenn da einer sein sollte, ob der angeschlossen ist. Weil ich mit dem beiden normalen USB vorne schon Probleme habe. Aber das können wir alles testen. Würde ich mal so sagen. Und dann können wir da auch Sachen anschließen und dann können wir mal gucken. Und später würde ich sagen, bei mir im Endeffekt würde ich den dann hinten am PC dann später ranbamseln. Dass ich einmal meine USB-C nochmal, falls ich dann mal mehrere USB-C-Geräte habe, hätte ich dann schon mal zwei Stecker. Und an die kleinen, also an die normalen USB, da würde ich mein Stream Deck Mini und mein das mittlere ranmachen. Dadurch habe ich zwei USB-Stecker vom PC schon mal weg, weil ich habe ja 8 oder 9 USB-Handen an meinem PC dran und würde das Mainboard damit ein bisschen entlasten an sich, dass da nicht so viel Chaos da oben ist und nicht so viel über das Mainboard interne läuft, weil dann hätte ich halt nur ein USB-C, wo ich ein paar Sachen anschließe und die fressen ja nicht so viel. Obwohl, die wären ja dann auch am Mainboard. Aber ich hätte dann oben normale USB dann halt frei, falls mal was ist. Und kann dann halt auch ein bisschen rumrangieren, dass auch alles vernünftig läuft. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch das in der Videobeschreibung verlinken. Macht auch so an sich einen guten Eindruck. Auch jetzt die Plaste sah jetzt nicht irgendwie
Also hier ist auch eine LED dann natürlich. Sah auch jetzt nicht irgendwie billig aus oder irgendwelche Ecken oder Kanten. Hat sich eigentlich ganz wertig angefühlt. Ist halt ein Plastikgehäuse. Aber naja, mal gucken. Ich muss mir dann was einfallen lassen, dass ich euch zeigen kann, dass das auch alles funktioniert. Aber bis dahin mache ich jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.